Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, 7 Produkte in 7 Tagen. Ja, ich lege natürlich direkt wieder los, ne, und ja, ich weiß nämlich nicht, wie das in den nächsten Wochen aussehen wird, wie regelmäßig Videos kommen. Ihr habt wahrscheinlich schon in der Vergangenheit gemerkt, dass es weniger wurde, weil es geht jetzt los mit meinem Umzug und ja, zumindest Vorbereitungen, Streichen und so weiter und so fort. Und die 7 Produkte in 7 Tagen wird wahrscheinlich ein bisschen langgezogen. Ich mache das dann halt so, wie ich das hinkriege, ne? Ansonsten sind es halt 7 Produkte in 3 Wochen. Aber ich beginne jetzt einfach mal, euch die Sachen zu zeigen, die ich die letzten 7 Tage bzw. schon 8 Tage verwendet habe oder fast schon 9. Beginne ich mit dem Make-up, und zwar war das Essence Pure Nude Make-up. Benutze ich auch in Kombination mit etwas anderem, benutze ich auch heute. Ich fand das wirklich gut, hat wirklich, ich sag mal, so ein bisschen pudrig die Haut aussehen lassen, aber es war noch wirklich grenzwertig zu okay. Deswegen werde ich das, denke ich, aufbrauchen. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Es gibt da weitaus schlechtere in etwas höhere preisigen Fragment. Deswegen werde ich das hier aufbrauchen. Das hatte 51,3 und hat jetzt 46,90. Ja, also fand ich schon Wahnsinn, weil ich habe mir tatsächlich, deswegen in Kombination, ich habe mir das hier reingefüllt. Das sind meine Drops von P2, wie das aussieht. Da habe ich mir reingefüllt mein wirklich Mini-Rest von meiner kleinen Synchro Glow Foundation von Shiseido. Etwas davon, um das auf noch ein bisschen, weil genau, meine Synchro Glow mit dem Rest, was hier drin war, von dem Weißen, und das war dann ein bisschen zu dunkel trotzdem noch, und dann habe ich noch ein bisschen von meinem Essence reingetan. Ja, und da ist wirklich nicht mehr viel drin, das werde ich jetzt aufbrauchen, und ja, dann habe ich halt noch für die nächsten Tage Foundation, und die landet dann einfach wieder in meiner Foundation-Schublade hier. So viel zum Thema auch, aber die ersten Tage habe ich die tatsächlich ganz alleine verwendet. So, dann hatte ich ein Rouge, das trage ich auch heute. Das ist das Catrice Apropos Apricot, und ich fand das richtig schön. Also ein ganz dezentes Blush, also wirklich dezent. Mag ich sehr gerne. Bleibt demnach auch. Das hatte 38,51 und hat jetzt 38,40. Nicht die Welt, aber definitiv jeden Tag verwenden. Mascara, da hatten wir die Essence Volume Stylist Curl. Und die ist voll durchgefallen bei mir. Ich werde die jetzt meiner Schwester mitgeben. Und also die hat so ein Bürstchen. Ich weiß, dass ich die am Anfang ziemlich cool fand, aber mittlerweile habe ich doch bessere in letzter Zeit gehabt, dass ich die hier nicht mehr so gut fand. Deswegen kommt die weg. Davon habe ich auch nur 0,03 Gramm aufgebraucht. So, dann haben wir hier ein Produkt von Trended Up aus der Nomadic Elegance LE. Das ist so ein Augenbrauenprodukt. Da zieht man hier oben den Pinsel raus und macht das halt auf. Das ist ein bisschen Benefit angehaucht. Und hier in der Mitte ist so ein Loch, wo man den Pinsel reinsteckt. War auch okay. Allerdings habe ich gerade frisch meine Augenbrauen gefärbt und da war das doch ein bisschen zu rotstichig für mich. Aber trotzdem bleibt es. Ich fand das wirklich ganz okay. Das hat nur 0,02 aufgebraucht. Krass, und das habe ich wirklich oft verwendet. Naja, gut. Ja, dann haben wir hier von Rival de Loop den Automatic Lip Liner in der Farbe Scarlet. Das ist dieser hier. Den habe ich wirklich ja, zweimal, dreimal verwendet. Und jedes Mal habe ich staubtrockene Lippen gekriegt. Den werde ich aussortieren, obwohl das ein schönes Rot ist. Da habe ich nur 0,01 von aufgebraucht, obwohl dreimal benutzt. Ist halt dann so, aber gut, der wird auch das Produkt Nummer 2, was wegkommt. Einen Lippenstift hatten wir ja, ne? Ich rassel das gerade voll runter, es tut mir leid. Einen Lippenstift, der hatte vorher 13,13 und jetzt hat er 13,09 und das ist der, den ich jetzt gerade trage. Aber ich finde den jetzt so in der Kamera gar nicht verkehrt, aber der ist so, in live sieht der irgendwie so, passt der nicht ganz so zu mir. Und der ist allerdings schon gut aufgebraucht, wie man sieht. Ich habe den mal eine Zeit lang echt gerne verwendet. Den gebe ich jetzt auch morgen meiner Schwester mit. Die kann da bestimmt noch irgendwas mit anfangen. Das ist die Farbe 807. Ja, wird dann aussortiert. Und dann hatte ich einen Fixspray. Also hätte ich mal markieren sollen. Das ist echt krass, wie viel davon weggegangen ist. Obwohl hier drauf, das sieht nach gar nichts aus. Also hier sind nur 30 Milliliter drin. Und ich glaube, da habe ich ordentlich was aufgebraucht. Warte mal, irgendwie meine Wagen hin, da. Irgendwie kommt mir das gerade so vor, als hätte ich mich hier echt verrechnet. Angeblich sind das nur knapp 1 Milliliter, dass ich aufgebraucht habe. Das kann doch gar nicht sein. Doch, aber dann habe ich mich wahrscheinlich vorher verschrieben.
Ich habe mich bestimmt verschrieben, weil das kann nicht sein, dass ich nur einen Milliliter da aufgebraucht habe, weil ich habe das jeden Tag verwendet und das ist fast halb leer. Naja, es hat nämlich jetzt noch 8,53. Naja, gut, aber es bleibt. Das fand ich nämlich sehr schön. Hat wirklich, habe ich auch heute benutzt, erfrischt den Teint, lässt es nicht so trocken aussehen, finde ich richtig schön. Das habe ich jetzt in die Kamera gehalten. Von Caudalie ist das auf jeden Fall. Ja, das wird behalten, weil das habe ich auch noch ein Backup von. Die neuen. So, Mono-Lidschatten. Wo haben wir es denn da? Mono-Lidschatten ist ein Zweier-Lidschatten und zwar aus der Essence 3D Eyeshadow-Reihe in der Farbe Irresistible Chocolate Cupcake. Das ist dieser hier. Da ist einmal dieser schöne Ton hier. Guckt euch das mal an. Da freue ich mich doch drauf. Und diesen hier, auch sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das gute Stück hat noch 18,67 Gramm. Hier rein. So, dann einen Eyeliner von Constance. Ich glaube, den habe ich mal von der Monika bekommen. Bin mir gerade nicht sicher. Von Constance. Der Eyeliner war, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe den ja mal getestet, in, denke ich mal, in Style and Talk. Sonst wäre der ja nicht bei mir. Ja, gucken wir mal, wie der so ist. Der hat noch 6,11. Kajalstift haben wir dann auch wieder einen. Und zwar von Trend It Up in der Farbe 110. Den habe ich, glaube ich, im letzten irgendwann Chit-Chat oder sowas benutzt. Ist so ein Grün, so ein richtig schöner Waldgrün. Der gefällt mir auch wirklich sehr gut. Und ich denke mal, den kann man auch dann schön kombinieren mit diesen Tönen hier. Ja, ne, da kann man doch was mit anfangen. Fixing Spray, gibt es das MAC Fix Plus. Ich liebe es. Also jeder, der sagt, das ist dasselbe, als wenn man irgendwas Billiges aus der Drogerie holt. Ich denke dann immer, echt jetzt? Was habe ich denn für eine Haut? Denke ich immer, wirklich. Also jeder, der das sagt, da denke ich immer so, nein. Also ich finde, der ist jeden Euro wert. Also, weil ich finde, wenn ich mir das ins Gesicht sprühe, dann habe ich im ersten Moment so ein Ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Als würde sich das Fixing Spray setzen. Und das habe ich bei keinem anderen. Das ist wirklich so kurz, so spannend, als würde sich das Fixing Spray auf eurer Haut legen. Und dann denke ich, da passiert wirklich was. Und jedes Mal, wenn ich dieses Fixing Spray drauf habe, sagen die Leute zu mir: Boah, deine Haut sieht heute voll gut aus. Immer da. Also, ja, ne? Ihr wisst, was ich sagen will damit. So, oh, das habe ich vergessen zu wiegen. Oh mein Gott. Oh, meine Güte. Hier voll vorbereitet. 103,9. So, und wieder aus die Waage. So, also 103,9 hat es dann noch. So, Puder ist ein bisschen blöd, weil ich hatte eine Gesichtspalette auch gezogen und da ist auch ein Puder drin. Aber ich denke, ich werde mich auf dieses Puder hier konzentrieren und die anderen dann das andere benutzen. Und zwar ist das von MAC das Emphasize. Das ist so ein Refill gewesen. Und da steht es Emphasize. Ich habe übrigens im Moment meine Nägel null gemacht. Die sehen auch furchtbar aus, aber ja gut, Umzug und so, ne? Ja, auf jeden Fall ist das ein Puder. Das tue ich mir hier in so eine Setpalette rein. Ja, und das wird dann halt diese Woche benutzt oder länger. Das hat noch 10,07 Gramm. So, Gesichtspalette gab es nämlich jetzt diese hier. Die habe ich noch nie benutzt. Nie. Ich glaube, ich habe nur geswatcht. Ja. Und habe ich auf jeden Fall einen Rouge, einen Highlighter, ne? Einen Bronzer. Was will man mehr? Kann man. Da hab ich, die habe ich nicht gewogen, weil ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ja. Und ein Parfum. Und zwar ist es Prada Candy. Ja, ich mag dieses Parfum wirklich sehr gerne. Finde ich gut, dass ich das jetzt gezogen habe, weil ich habe wirklich in letzter Zeit ziemlich gut mein Project, also mein Parfum Project Pen weitergebracht. Deswegen ist es auch mal cool, mal nochmal was anderes zu benutzen. Und ja, ich habe das Komma falsch gesetzt. Und das Ganze hat nämlich noch 277,6 Gramm. Jo. Ja, dann wollen wir mal loslegen die Woche oder vielleicht dauert das echt länger. Hab da Erbarmen mit, aber wer kennt das nicht? Ne? Umzug ist halt kein Lotterleben und wir machen das halt, wir haben keinen Urlaub, wir machen das alles neben der Arbeit und halt an den Wochenenden und wir hoffen natürlich, dass es relativ schnell geht, aber Küche aufbauen, also wir kaufen eine neue und aufbauen und dies und das, ne? Und man kennt das ja, ne? Dann passt die Arbeitsplatte nicht und machen wir schon, ne? Wünscht mir viel Spaß, aber wenn ihr das Video guckt, ist wahrscheinlich schon der ganze Driss vorbei. Naja, okay, meine Lieben, bis dann, ciao. Mal gucken, was übrig bleibt, also was ich abgebe.
sind diesmal wieder drei Teile. Ciao!